Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, genauso wie Xandura LP. Hallo. Und ich habe noch eine andere Figur hier, wie ihr sehen könnt. Bam, die ist mega cool hier. Guckt euch das mal an. Ins Gesicht. Oh. Aber egal. Um die geht's nicht. Es geht um unsere Slicer hier. Unsere Bogenschütze. Und ich freue mich endlich wieder mit Slicer zu spielen. Wir haben jetzt 2 Wochen nicht zusammen gespielt. Und ich habe ja hier der andere, meine Lyra Hexdemon ist ja Nahkämpfer und das ist einfach so nicht ganz so mein Fall. Ich freue mich wieder als Bogenschützen durch die Gegend rennen zu dürfen. Ich habe mit Lyra Hexdemon natürlich auch ein bisschen mehr an der Karte entdeckt und sowas. Und ich weiß sogar, wo ich jetzt, habe ich letztens herausgefunden, so ganz aus Versehen, als ich da lang gelaufen bin, da sind wir nämlich mit Selijah auch schon angelaufen, wo ich mir einen Verschlinger als Begleiter jetzt holen kann. Und das ist auch, glaube ich, eins der ersten Sachen, die ich jetzt vorhabe. Spezialisierungen. Ach ja, stimmt. Es hat jetzt was sich geändert hier ein bisschen. Seit eurem letzten Besuch wurde das System zur Auswahl der aktiven Fertigkeiten und Eigenschaften verändert. Euer Charakter wurde so angepasst, dass er seinem Zustand vor dieser Änderung so nah wie möglich kommt. Klickt auf die Schaltflächen, um euch die neue Bildübersicht anzusehen. Aktuellen Bild zu ändern, bla bla. Wir haben jetzt hier die ganzen Fertigkeiten, die wir halt hier erlangt haben, pipapo, und wir haben jetzt hier Training. Haben wir jetzt noch nicht so viel. Wir haben hier die Heldenpunkte. Es gibt keine Fertigkeitspunkte mehr, sondern Heldenpunkte. Und die können wir jetzt halt hier überall in diesem Charakter hier halt verteilen, verstreuen, pipapo. Anscheinend haben wir wirklich noch nichts anderes gemacht bei den Fertigkeitspunkten, als die Siegel verbessert. Das kommt aber alles jetzt noch. Da können wir hier wirklich hier diese Kernfähigkeiten, die kommen halt hier unten hin, und die Kernspezialisierungen, die ergeben sich halt währenddessen halt die ganze Zeit. Also während ihr halt das dann macht, dann ergibt sich das ja alles. Ist mega nice eigentlich an sich. Also es dauert ein bisschen, bis man reingekommen ist. Aber es funktioniert. Und sie haben Löwenstein komplett neu gemacht. Auch mega sweet. Fand ich auch geil. So, was haben wir hier? Truhe der Schwarzlöwenware. Ja, Wolski, das nehmen wir mal mit. Des Weiteren müssen wir mal kurz wohin gehen auch. Ich werde jetzt erstmal nochmal zur schwarzen Zitadelle reisen. Ach du Scheiße. Also mit meiner anderen Figur habe ich das hier fertig. Das hier fertig. Das hier fertig. Das hier fertig. Und hier habe ich einfach nur so gar nichts. Ey, scheiß Skype-Kack, geh weg, ich sehe sonst nichts. Nein, Slicer wurde eine Gruppe hinzugefügt. Wer ist das? Achso, du. War jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich werde jetzt mal zur schwarzen Zitadelle zurückreisen, weil ich dort zu der Bank muss. Ich habe nämlich ein bisschen was eingelagert. Du kriegst ja mit jeder Figur, also wenn du online kommst, dann kriegst du ja Tag 6 Belobigung. Und viele habe ich jetzt halt mit meiner Nyra schon bekommen. Damit ich nicht alles für die Nyra verbraucht habe, habe ich erstmal in die Bank gelegt. Perwoll! Habe ich alles in die Bank gelegt, damit ich halt auch mit Nyra ein bisschen was holen kann. Jetzt sind wir hier. Sehr schön. Hoppala. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich anfange aufzunehmen. Ja. Jedes Mal. Er hat was gegen deine Aufnahme. Sie. Sie hat was gegen deine Aufnahme. Ja, ich auch mein. So. Soll ich mal gerade kicken? Weißt du was? Ich will mal was ausprobieren. Oh oh. Gucken, ob einer. Ihr seid nicht in einer Gilde. Okay. Das heißt, je nach Account oder also Spielfigur bist du auch in einer Gilde oder nicht. Das ist natürlich interessant. Wo komme ich denn jetzt zur Gilde? Da komme ich zur Gilde. Ich bin noch Gilde verlassen. Ach, ich kann es repräsentieren. Und dann bin ich erst in dieser Gilde oder was? Aber ich bin ja hier. Klinge der Zeit müsste ich eigentlich. Die werden wir jetzt auch mal repräsentieren, einfach nur weil ich es kann. Jetzt sage ich nochmal. Ja, jetzt funktioniert es. Okay. Okay. So, was kann ich denn hier noch? Guck dir das mal an. Was habe ich denn hier?
Kampfgebrüll. Lässt ein Kampfgebrüll erscheinen, verleiht damit Verbündeten in der Nähe Macht und Wut. Wir haben hier noch Schrapnellminen, eine versteckte Pistole. Ich würde sagen, wir nehmen die Schrapnellschienen oder sowas. Minen. Schrapnellminen. Jetzt wollte ich nochmal kurz zu einem. Alter, das ist am Ruckeln. Was hast du wieder angestellt? Ich weiß es nicht. Aber es ist krass am Ruckeln, Alter. Station. Materiallager. Okay, wir können also auch auf das Materiallager zugreifen. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir jetzt nochmal die Schwarzlöwenkiste reinpacken. Das ist echt geil, dass alles, dass hier alle auf alle zugreifen können. Das ist natürlich echt nice. Ihr seht, ich habe allen möglichen Scheißes gesammelt. Was ist das überhaupt? Achso, das ist eine Trophäe. Kann ich auch nicht reinschmeißen. Lederbeutel, Schwert. So, ich habe hier haufenweise XP-Dinge. Und, das habe ich hier. Das will ich auf jeden Fall aktivieren. Das kommt mit. Und dann habe ich hier noch, enthält 3 Foliant des Wissens. Foliant des Wissens, das gibt mir ein paar XPs. Enthält einen Festverstärker. Ich weiß nicht, was ein Festverstärker ist. Okay, haben wir noch 3 davon. Stein des mystischen Schmiede haben wir hier noch. Pipapo. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt so mitnehmen wollte. Dann gucken wir mal, was in dieser Truhe der Schwarzlöwenkiste ist. So, Gilde sagt nämlich Hallo. Okay, dann eben nicht. Blöde Gilde. Was haben wir hier? So, da haben wir verschiedene Stücke Erzen und Schriften enthalten. Machen wir mal doppeldick. Mithril, Platinherz, Mithrilherz, Schrift der Erfahrung und 61. Das haben wir nochmal ein XP-Ding bekommen. Foliant des Wissens. Zum Doppelklick. Gewährt einem Charakter eine Stufe Aufstieg, wenn er Stufe 80 ist, noch nicht erreicht hat, oder einen Geisterscherbe, wenn er auf Stufe 80 ist. Ja. Nur in PvE und WvW verwendbar. Wie in W verwendbar? WvW verwendbar. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht. Steht hier gerade. Wie aktiviere ich denn das? Jedenfalls können wir einfach mal auf so ein Buch klicken. Bumm, seht ihr, wir haben jetzt einen Levelaufstieg hier bekommen und wups, alter Schwede, hat ziemlich weit hochgepusht, ey. Nice Scheiße, von Mitte 15 auf Mitte 16 hochgepusht. Das, ah, levelt der. Oh. Ja, so eine Art und Weise. Du hast doch gesagt, dass du schon ein paar Spiele gespielt hast, auch mittendrin. Nicht mit dem Charakter. Ach, nicht mit dem Charakter. Ja, gut. Oh, hier ist ein Bossviech. So, wir haben natürlich jetzt einen Levelaufstieg, jetzt haben wir mal was bekommen. Hauptattribute plus 10, Genübersicht, Belohnung auf der nächsten Stufe, ja, will ich gar nicht wissen, annehmen einfach. Ich würde jetzt einfach nochmal eins machen, das letzte behalten wir einfach mal. Zack, so, Level 17 erreicht. Und bis zur Mitte 18 gekommen. Dann gucken wir mal, jetzt können wir uns, ah, guck mal hier an, neue Schulterpanzerung. Plus 5 Kraft. Plus 5 Zähigkeit und plus 5 Präzision und dann noch plus 10 Kraft und plus 4 Brenndauer. Dann nehmen wir einfach das letzte mit, weil wir kriegen ja dann plus 10 Kraft noch hinzu. 5 Heldenpunkte haben wir bekommen, Garderobe können wir wechseln und Handelsposten haben wir geschafft. So, zack. Jetzt haben wir das schon mal gemacht, dann können wir jetzt eigentlich auch das eine Buch wieder zurücklegen. Lederstation, Materiallager, Gedönse. Da können wir mal ein bisschen hier entleeren alles. Das da rein, Glitzerstaub, Scheiße, da hin. Das kommt nirgendwo rein. Das kommt da hin, okay, das kommt da hin. Gut. Eine Schrift, eine Erfahrung. Das kommt auch weg. Ach, Mist. Ich bin down. Kaum bist du mal nicht mit mir unterwegs und schon sowas. Ja, ich kämpfe gegen, was ist das? Ein Champion?
Also gegen so ein Ultra-Hardcore-Ding. Mhm. Ja. Und jetzt verbocke ich jetzt sogar. Lol, jetzt kann ich ja noch einen Kaufmann herbeirufen von Staatslöwenhänder. 15 Minuten lange Jahrzeit, das ist natürlich total toll. Noch irgendwas ist das hier? Flüssiges Karma und Schrift der Erfahrung, so ein Doppelklick, Karma, Doppelklick. Ja, holen wir uns einfach mal 1000 Karma, cool. Jetzt haben wir nochmal 2 XP-Dinger noch dazu bekommen, nice, auch nicht schlecht. Helden, jetzt will ich mal kurz was gucken, wo kann ich denn hier die Miniaturen, hier haben wir es doch. Verwenden. Habe ich den jetzt oder was? Nee. Ich weiß nicht, worum es geht. Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Hast recht. Cool. Dann kann man der Garderobe hinzufügen. Ihr seht, wir haben jetzt noch so ein Mini-Marie-Jory Delacroix und einen Mini-Falken. Den was? Mini-Falken benutzen wir jetzt. Jetzt haben wir nämlich 2 Tiergefährten mit uns rumlaufen. Juhu. Yeah. Aber wo ist denn der Mini-Falke? Jawohl, du bist kein Mini-Falke. Sicher? Weißt du das auch? So, um den Dreh rum. So, Lederstation nochmal. Jetzt müssen wir natürlich wieder in die Bank. Das heißt, wir machen wieder ein Foliant des Wissens rein. Wir machen hier dieses Schwarzlöwen-Dings. Wir haben da 2 XP, hier 2 XP. Das heißt, wir behalten die 2 XP einfach für mich jetzt hier. Spontan. Und, ist ja eiskalt 2 Level über mir, ey. Ja, ich bin halt clever, Junge. Ich bin halt richtig clever. So. zack, zack, zack. Das haben wir gemacht alles. Sehr schön. Gut. Das ist alles erledigt. Jetzt haben wir auch irgendwo einen Mini-Falken hier rumfliegen. Nein. Aber ich weiß nicht, wo. Ich hasse Jump'n'Runs, ne? Hast du schon mal gesagt. Verdammt. Verwenden. Ich will den Edelstein-Shop nicht besuchen. Da ist er ja. Da ist unser Mini-Falke. Ich will auch einen Mini-Falken. Nein, doch lieber nicht. Da habe ich einen Mini-Falken. Sehr schön. Und jetzt wollte ich, ja stimmt, noch die Schulterpanzerung muss ich jetzt noch austauschen. Yeah! Wow, es hat einfach mal keinen Unterschied zwischen den beiden. Okay, ich habe ein Schwert 182, 201. Und das. Und dann den Bogen 203 zu 239. Sehr schön. Okay. Das ist erledigt. Und dann wollte ich jetzt noch nach draußen rennen. Und, was ist das denn hier? Ach, ich habe die Zitadelle noch gar nicht fertig gemacht. Siehst du? Muss ich eigentlich noch ganz schnell erledigen. Zitadelle und sowas machen. Wollen wir Zitadelle erstmal forschen? Ich glaube, jetzt erforschen wir erstmal die Zitadelle fertig, ne? Würde ich sagen. Machen wir das erstmal. Ach, ich kann eine besiegt Trübers Trauerklinge. Trefft Ridlock beim Igni Castrum. Ashford. Ach, hier haben wir eine persönliche Geschichte freigeschaltet. Die habe ich noch nicht gespielt? Ja, boah, nee. Das jetzt übertreibst du aber. Ich verstehe es nicht. Ich bin noch nicht Level 20. Ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende gespielt. Na, jetzt merkwürdig. Einmal mit Profis arbeiten? Nee. Ja, einmal mit Profis arbeiten. So. Aber wir erforschen jetzt erstmal kurz das hier zu Ende, glaube ich. Was müssen wir denn auch machen? Ja gut, wir müssen jetzt noch ein paar Sehenswürdigkeiten und 5 Sachen beklettern, besteigen. Oho. So. Ja, ich bin hier gerade schon alle Sehenswürdigkeiten ein bisschen so am Abklappern. Ja. Die wir noch nicht hatten. So, das haben wir jetzt auch. 7 von 17, noch 10 Stück Sehenswürdigkeiten. Und muss ich hier durch? Ne, hier komme ich nicht durch. Es ist leicht am Ruckeln, ne? Habe ich das Gefühl. Bei mir nicht. Kann sein, dass ich mich jetzt auch täusche. Was, ich will Schnitzel? Natürlich will ich einen Schnitzel. Ja, mit dem Schnitzel.
Was? Kekse wo? Welche Kekse? Perwoll! Nicht immer, wenn ich aufnehme! Nein! Ja, irgendwann muss er ja anfangen. Ja, aber die ganze Zeit ist Schnauze. Und dann, wenn ich anfange. So, warte mal, von da komme ich gar nicht dahin. Was jetzt natürlich relativ blöd ist. Dann wollte ich mir noch den Verschlinger holen und dann... Huch. Geht's auch schon wieder richtig los, Leute. Es muss auch mal sein, sowas. Also wie gesagt, ihr könnt es auch in die Kommentare schroten, wenn ich hier halt alle Sehenswürdigkeiten so selber im Privaten halt durchsuchen soll. Mache ich das, ist kein Problem. Aber ich finde, das gehört halt zum Spiel dazu. Also wird es auch jetzt so damit zugemacht, bis ihr halt was anderes sagt. Dann ist mir das egal, dann mache ich das so. Und das Gewinnspiel, was bei mir am Laufen ist, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich verlängert, weil noch keine Socke mitgemacht hat. Ich verstehe euch nicht, Leute, es sind drei super geile Spiele. Die kriegt ihr gratis, könnt ihr auch wieder verkaufen, mein Gott. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum ihr jetzt noch nicht mitmacht. Aber wenn ich will, der hat schon. Ein super leichtes Antwortding. Richtig, also es ist generell nicht schwer. Aber nein, sie müssten ja ein Video von mir komplett gucken. Oh, das geht ja gar nicht. Hast du recht, das ist... Ne, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Oh, nee, schon wieder ein Jump'n'Run. Ich hasse die Sehenswürdigkeiten, die einen Jump'n'Run erfordern. So, wo sind wir denn hier gelandet? Einmal Pfeilschuss. Willkommen auf dem Platz des Mementos, Soldaten. Was kann ich für euch tun? Was ist das hier? Habt ihr nichts gelernt in einem Pfarrer? Dies ist die Mauer der gefallenen Trupps. Sie trägt die Namen derer, die im Dienste der Legion ihr Leben gaben. Dafür sieht sie aber recht klein aus. Wir ehren nur selten einzelne Soldaten. Seht euch dazu die Statuen an. Diese Mauern erzählt nur den gefallenen Kriegstrupps auf. Ehre im Tod ist eine gemeinsame Errungenschaft. Lebt im Trupp, kämpft im Trupp, sterbt im Trupp. Verstehe. Danke. Tschüss. Huch. Zwillinge. Oh mein Gott. Es ist gruselig. Das sind wirklich zweimal die gleichen Figuren an einem Platz. Einfallslosigkeit. Ich habe aber keinen Bock, einzelne Figuren anzugucken. Das heißt, wir müssen ja gleich mit der Privatgeschichte erstmal weitermachen. Ta, ta, ta. Keine Ahnung, warum wir jetzt so plötzlich eine Privatgeschichte haben. Okay. So, und hier haben wir noch die Sehenswürdigkeit. Ansehen. Das ist unser Mini-Falke. Oh ja, ist aber ziemlich am Ruckeln. Da entschuldige ich mich jetzt für die Aufnahmen, Leute. Oh, erstmal der. Ich habe fast mehr Leute deabonniert als abonniert. Von daher. Kenne ich. So, das ist erledigt. Komm ich da wieder drauf? Ich komme nicht mehr hoch, ne? Nein, ich muss wieder runterjumpen. Dann. YOLO! Oh, das war mal jetzt gar nichts. Mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Schaffst du es sicher nicht. Flieg mit dem Wind. Flieg mit dem Wind, lass es geschehen. Ich warte hier auf Mach dich. Kaputt. Gedanken sind frei, frei wie der Wind. Sie führen dich ans Ziel, mit dem Kopf durch die Wand. Du bist sicher nicht, flieg mit dem Wind. So. Hawimbawe, Hawimbawe, Hawimbawe. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich habe eine tiefe männliche Stimme. Nein. Schade. Aber es wäre geil. Au. Ich muss mich dazu nicht äußern, oder? So. Alter, wie komme ich denn jetzt dahin überhaupt? Die auf mir. Ach, das ist wahrscheinlich da hinten. Ja, okay, gut. Muss ich da durchrammeln. Ich habe zwei grüne Punkte, die mir folgen. Das ist so gruselig. Ich...
Flieg mit dem Wind, lass es geschehen. Alter. Oh, ist total spannend, was bei mir gerade passiert. Oh, auf meinem Channel passiert so viele coole Sachen. Oh, guckt auf meinem Channel. Das ist viel cooler. Was geht ab bei mir? Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Nein. Oh. Nein. So. Das haben wir auch. Du und deine Oma sind 3 Tage wach. 3 Tage wach. 3 Tage wach. Urgeil, bekommst Schriftrollen für Fertigkeitspunkte nach der Story und weil es jetzt Heldenpunkte heißt, ist die gar nicht mehr in meinem Inventar. What? Achso, warte mal. Nach dem Eisern hat mir erstmal gesagt und herzlich willkommen zu meiner Aufgabe. Was ist denn hier los? Was geht denn hier für eine Party ab, Alter? Was ist mit der mysteriösen dritten Person? Ich hab keine Ahnung, die ist irgendwie nie online und pipapo, ich kann die nicht anschreiben, dass die mal auch kommen sollte. Ich muss jetzt nur noch bei YouTube nochmal anschreiben. Jeden Sonntag um 11 Uhr morgens. Ja, so eine Dreh. Du bist jetzt auf YouTube zu sehen. Ja. Sehr schön. Erstmal Account löschen. Oh mein Gott, ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Oh, weißt du, was voll cool ist? Ich war ja auf dem, ich weiß ja nicht, ob du den Cosplay-Video gesehen hast. Doch. Hast du gesehen? Ich habe sogar kommentiert. Stimmt, du hast sogar kommentiert. Räum auf! Voller Saustall bei dir. Hallo, man hat nur die Rückwand gesehen. Was willst du eigentlich? Da liegt der Mongo. Oh ne, jetzt kommt... Aussichtspunkt. Na klar, Jump'n'Run. Hä? Wie soll das denn hier sein? Ach, hab ich doch schon. Die auf mir. Flieg mit dem Wind, lass es geschehen. Warte, ich stream ja selber. Warte mal. Dann hast du hier die Möglichkeit mit YB zu machen. Ja, warum nicht? Einfach mal jemandem die Möglichkeit geben, Werbung für seinen Stream-Kanal zu machen. Was? Wie kannst du nur? Ich bin halt Scherz. Nett. Halt. Muss ich jetzt lachen oder weinen? Wenn es ein Weinen nicht reicht, einfach lachen. Warte mal, ich glaube, ich muss da runter, ne? Entscheid. Toll, jetzt habe ich die Wand kaputt gemacht. Ich bin gleich tot. Ah, ich muss natürlich wieder eine Ansage machen. Oh oh. Es kann halt wieder sein, dass sich halt etwas auf dem Kanal halt demnächst ändern wird. Eine etwas näherliegendere Kooperation. Bis vielleicht sogar zu einer Verschmelzung. Mehr sage ich jetzt erstmal dazu nicht. Weil es wieder halt nicht komplett in trockenen Tüchern steht. Also diese Person hat selber mal Let's Plays gemacht. Aber hat damit aufgehört, pipapo, und dann hat er jetzt gesagt, okay, er möchte jetzt halt dann hier mitmachen. Wie ihr wisst, suche ich ja immer mal wieder irgendjemanden, der mal hier mitmacht und alle steigen immer ab. Deswegen sage ich jetzt halt noch nicht so großartig, wer es ist, was es ist und warum es ist. Und so ein Gedöns. Alter, warum kostet mich das 11? Ich bin doch hier eine Scheiß drauf, da müssen wir erstmal so zurückgehen. Oh, er will anscheinend keine Werbung für seinen Stream machen. Oha. Sehr höflich, der Junge. Aber ich hab's ihm angeboten, also von daher. Wo ist dieses doofe Jump'n'Run? Wieder zurück.
12, 12, 12, 17, 1, 5. So, und jetzt... 8, 27. Jetzt ernsthaft, oder? Ich weiß nicht, worum es geht. Ich dachte, ich sage jetzt auch einfach mal Zahl, wenn ich jetzt nicht so alleine stehe. Du bist immer allein. Wir sind allein. Allein, allein. Hey. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Ich will Autolot haben. Gut, automatisch. So. Zack, und schnell wieder raus aus diesem Blutlegions-Scheiß hier. Ja, bitte. 13 von 17, 1 von 5. Aua. Hä? Komm, das jetzt leckt mich doch, ey. Okay. Ja, eins ans Betreten. Asche-Tribunen-Quartier. Will ich aber auch meinen, dass ich jetzt in Asche-Tribunen-Quartier bin. Das ist die beste. Das ist doch... Wahnsinn. Warum schinkst du? Okay, jetzt reicht's aber auch. Nur mit Bekloppt bin ich unterwegs. Zauberwüstengrab, mir scheint es wieder gut zu gehen. Das ist doch schön. Schön, euch wiederzusehen. Die Lage zwischen uns und der Flammenlegion hat sich zugespitzt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich wollte euch einmal sagen, wie leid es mir tut, wegen Fengar. Warum? Es war meine Entscheidung, ihn in Gefahr zu schicken. Diesen Fehler werde ich nie wieder begehen. Und bis ich die Stelle des Auditanten neu besetzt habe, übernimmt Sikaea die Aufgabe. Letzten Zeit in Tribulus. Der Schmerz lässt nach, aber ihr erinnert mich an mein Versagen. Sorgt euch nicht, ich zahle der Flammenlegung jeden Stich zehnfach zurück. Ich wollte euch noch einmal sagen, wie es leid mit dem Fänger, wie läuft die Kampagne gegen die Flammenlegion? Gut, der Verlust Tribulus war ein harter Schlag für sie und wir haben die meisten Spieler innerhalb der oberen Ränge der Zitadelle ausgemerzt. Der Krieg geht weiter, aber wir haben nun die Dinge selber in der Hand. Okay, freut mich zu hören. Super, meine Lieblingsdame ist am Stüssel. Es kostet mich so einen Schwachsinn, Alter. Halt mal ein bisschen langweilig. Ah, siehst du, die Folge können wir gleich mal beenden auch wieder. Tja, ist mir, Alter. Eine halbe Stunde nichts passiert. Es tut mir so wahnsinnig leid. Aber. Bei mir schon. Aber Leute, es gehört einfach dazu. Wie gesagt, wenn ihr es nicht sehen wollt, sagt es, schreibt es, schreibt es in die Kommentare. Und dann werde ich das halt auch sein lassen. Nur, ich finde, das gehört halt irgendwie dazu. Und deswegen werden wir jetzt erstmal alles das machen. Schlagen ist auch erlaubt. Ich erlaub's. Was würdet ihr natürlich nie machen? Alter, hör auf, an jeder Ecke stehen zu bleiben, du Lappen. Hä, wo sollen denn die ganzen Dinger sein? Eins zeigt nach oben, eins nach unten. Ich war gerade ganz oben. Aber uns steht die Luft so krass, ey, das ist unglaublich. Es ist wieder warm, ich sterbe, ey. Wir waren gestern im Tierpark Sauerburg, Alter. Ich habe noch nie so viel gesoffen, ganz ehrlich nicht. Ich habe wirklich krass getrunken, wie blöd, ey. 3 Liter, was man normalerweise trinken soll, ey. 3 Liter am Tag. Zum ersten Mal geschafft, ey. Das schafft kein normaler Mensch. Wenn du nichts tust, so wie immer. Ja. Yeah. So, Zitadellendings haben wir gefunden, sehr schön. Ihr seid anscheinend gefangen, aber was ist hier zu sehen? Ach, ich will jetzt nicht so viel mit dem ganzen Gedöns hier aufhalten. Ihr euch langweilt das ja auch. Und ich muss ja zugeben, ich mache das jetzt auch gerade das zweite Mal halt, wie gesagt. Na, erforsche ich jetzt das gleiche Gebiet. Ja, Pervol, du existiert. Keins interessiert! Oh Gott, die arme Katze. Was heißt denn die arme Katze, der arme Aufnehmer? Ach, der ist egal. So, ich laufe jetzt einfach mal um die Zitadelle herum und hoffe, dass ich dann so mal ein paar
Per Voll, ernsthaft? Nein! Ich sperre dich bald aus. Ganz einfache Kiste. Jetzt mal ohne Witz. Wie ja, komm ich denn da hin? Weiß ich nicht. Du gehst da hin und bist dann da hinten. Ah, okay. Interessant. Ja, finde ich. Alter, ich irgendwann schlage ich die Einheit. Ich schwör's dir für die ganzen Fernseher. Nein, ich will nicht teplondieren. Die ganzen Seen. Ach du Scheiße, stimmt, diese Sehenswürdigkeit ist voll für den Arsch, Alter. Warum? Weil die richtig bescheuert ist, da hochzujumpen. Wo bist du? In der Zitadelle. Ah, und dann außerhalb hier noch war noch irgendwo eine, die ist richtig bescheuert, Alter. Da musste ich echt überlegen, wie ich da hochkomme und so. Die zwei fehlen mir noch, jo, die zwei. Wie komme ich da jetzt hin? Ach, mit Gemiaue, per Woll, danke. Du hilfst mir wirklich sehr. Ja. Hast du keinen Teleport-Skill wie ich? Leider nicht, nein. Aber dann kannst du mich ja teleportieren. Nee, ich kann nur mich selbst teleportieren. Nein, nein, nein. Ist ein Ego-Teleport. Ja, du bist doch so ein Ego-Mensch, Alter. Nur weil ich dich ein bisschen ärgere. Bisschen ist gut. Schikanierst mich. Alter, muss es. Mann, wo sind denn die letzten beiden Sehenswürdigkeiten? Dios mio, ich will noch die Sehenswürdigkeiten machen, dann beenden wir erstmal diese Folge hier. So, ist das ja auch eine Sehenswürdigkeit? Warum bist du keine Sehenswürdigkeit, du Arsch? Danke, weiß ich nicht. Zeigt nach oben, aber oben war ich doch schon. Wie geht's da runter? Unten ist nämlich nichts, ne. Okay, wir gehen. Oh, ich liebe meinen Random Skill, der ist so geil. Wir teleportieren uns nochmal kurz hoch. Kicken jetzt hier nochmal durch die Gegend. Der zeigt immer noch nach oben. Ich kann nicht weiter nach oben. In den Himmel. Fliegen. Hier soll eine Sehenswürdigkeit sein. Direkt hier. Ich verstehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So. Ich öle. Ich bin am Ölen. So, jetzt sind sie. Also. Jetzt sind sie. Warte mal, ich gehe mal da hinten lang. Weißt du was? Ich gehe jetzt hinten lang. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich jetzt da hinten lang gehe? Nein, noch nicht. Gut, ich gehe jetzt mal hier hinten lang. Okay. Als ob, Alter, als ob. Aber ich gucke euch gar nicht an. Oder ist das unterhalb des Gedönse? Ich gehe jetzt mal kurz nach unten. Vielleicht sind ja auch unten die Sehenswürdigkeiten. Aua! Du Arsch! Hat er mich gestunt? Das gibt's doch nicht. So, das ist keine Sehenswürdigkeit. Super. Ich gehe jetzt immer weiter nach unten. Er zeigt nach oben an und ich gehe. Alter, ich schwör's dir. Hör auf. Aber es ist interessant, wie sich die Blutlegion und die Asche-Legion am Anfang total unterschiedlich spielen lassen, ey. Hat schon einen krassen Eindruck. Ja, ich sterbe! Mach's bitte. Ich hätte vielleicht nicht mobben sollen. Alter, wo soll denn diese Scheiße sein? Jetzt mal ohne Witz, Alter. Du musst mir mal gerade helfen, ich finde die letzten beiden Sehenswürdigkeiten nicht. Eines. Ne, Sehenswürdigkeiten, ne? Wo bist du? Schwarzen Zitadelle. Ich nicht, da bist du. Welche musst du denn suchen?
Ich teleportiere mich gerade mal zu einem Fleckchen. So, da wo ich jetzt bin, okay, sind direkt rechts und links neben mir. Direkt, also wirklich direkt links, rechts und neben, links neben mir. Da. Und da. Oh, ich bin im Kampf, warte. Du Lappen! Ja, man kann ja nicht mal 2 Sekunden aufstehen. Ja, Leute, die hat schon wieder eine Überlänge, die Folge. Das ist total traurig irgendwie. So, ich teleportiere mich jetzt. Ah ja, Überlänge passt schon. Weißt du, wir müssen bis nächste Woche Sonntag halten, ne? Ja. So. Der erste ist hier vorne. Wo bist du denn? Ich bin jetzt. Da bist du. Hier ist mir. Ups, das war's. Hallo, wo bist du denn? Mach erstmal runter. Alter! Man kann hier nicht runterspringen, ist ja schlecht gemacht. Hier sind Katzen und können so eine Scheiße nicht hochspringen, weißt du? So. Mit 49 habe ich überlebt. Läuft das? Mit 1081 überlebt. Da bist du. Bleib stehen. Den Aussichtspunkt hattest du hier nicht. Nicht, ne? Nicht Aussichtspunkt. Ach, den Sehenswürdigkeiten. Ja, da war ich schon drin, habe ich mir jetzt geholt. So, wo lang? Geh mal lang. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab dir gerade gezeigt, welche beiden. Ah, ich glaube, du meinst den da. Hier, neben dem Teleporter, wo wir gerade waren. Links und rechts direkt daneben. Das, da sind 2 Stück. Also die sind außen rum. Ich war doch gerade außen rum. Erinnert nicht, dass die außen rum sind. Mann, bist du langsam. Alter, ich laufe die ganze Zeit gegen irgendwelche Dinger. Jetzt bin ich doch zu weit außen. Gleich schlage ich dir eine, ich schwör's dir. Da kommst du ja nicht hin, du Affe. Jetzt versuch doch nicht irgendwelche verzweifelten Taten. Du sollst mir helfen, nicht doof durch die Gegend rumjumpen. Das mache ich schon selber die ganze Zeit. Hallo, ich versuch's dir zu helfen. Ich versuche dir zu helfen. Ja, weil du machst genau das, was ich schon gemacht habe. Ich müsste erstmal alles ausprobieren. Ich versteh's nicht, Alter. Hä? Okay. Kann sein, dass sie nicht vielleicht eine Etage drunter sind? Wir waren doch schon ganz oben. Ganz unten. Ja, ganz unten wisst ihr auch nicht, wie ich jetzt da hinkommen soll. Es kann sein, dass sie ganz unten sind. Ja, ich weiß ja noch nicht. Geht's hier nicht runter? Nein, nee, da geht's nicht runter. Was mit deinem Vater? Deine Mutter, Alter. Haha. Hoppala. Was denn? Ich hab gar nichts gesagt. Naja, wie auch mein Freundchen. Naja, meine Maus ist verschwunden. Ich werde mal kurz da hinten hingehen. Gesundheit. Danke. Fliege mit voll krass Wind. Lass es so mäßig geschehen und so. Wer weiß, aus welchem Anime. Was ist denn ein Anime? Welchen Anime das ist? Schreibt es nochmal in die Kommentare. Welche Schuhe? So toll fand ich dein Witz jetzt. So, ich bin jetzt ganz unten. Aber es wird hier nicht sein. Aber wenn ich schon mal hier ganz unten bin, kann ich mal kurz den Aussichtspunkt suchen. Ja, der voll lame ist der Aussichtspunkt. So, das ist der Aussichtspunkt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist somit der einfachste Aussichtspunkt, den ich je gehabt habe.
Sehr schön. Hm. Ihr werdet sowieso nicht viel fressen, also von daher. So, den Ausrüstungspunkt haben wir uns mal gerade geholt, aber jetzt habe ich natürlich immer noch nicht die Dingens. Aber jetzt, Leute, scheiß drauf, jetzt mal ohne Witz. Musst du offline machen. Wir werden es offline machen oder halt irgendwann ganz viel später machen. Ja, würde ich sagen, das ist die erste Folge gewesen. Dann bedanke ich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Und ja. Wir sagen, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss. Tschüss.